Hallo ihr lieben Jungfrauen und Happy Birthday. Hier kommt eure kleine Geburtstagslegung für euch. Und ich gucke mit dem keltischen Kreuz, was ich euch mitteilen darf. Okay. Für die lieben Jungfrauen zeigt sich in der Mitte irgendwie ein Hindernis, das mit dem Umfeld zu tun hat oder auch möglicherweise mit der Wohnung, der Häuslichkeit. Es geht darum, dass die Jungfrauen sich vielleicht stabilisieren wollen, dass sie ihr Fundament nutzen wollen, aber irgendwas stellt sich euch in den Weg. Und wir gucken mal ein bisschen weiter. Okay. Auf der bewussten Ebene, liebe Jungfrauen, wisst ihr, dass ihr euch vielleicht in irgendeiner Situation im Labyrinth befindet. Möglicherweise geht es darum, dass ihr auch wisst, ihr müsst einen anderen Weg wählen. Es stehen Entscheidungen an. Ihr sucht noch so ein bisschen rum, was könnte zielführend sein. Und hier haben wir in der unterbewussten Ebene aber die gute Energie. Also ihr seid schon positiv gestimmt. Ihr fahrt vielleicht ab und zu mit angezogener Handbremse energetisch rum, weil es anstrengend ist, immer wieder den Hindernissen aus dem Weg zu gehen oder sie zu umfahren. Aber hier habt ihr die guten, klaren Energien auf der unterbewussten Ebene und vielleicht auch eine Hoffnung auf einen guten Ausgang. In der jüngeren Vergangenheit zeigt sich für euch, dass ihr irgendwas mit euren Kindern eben noch mitschleppt, dass ihr irgendwelche Sachen neu strukturiert habt, dass ihr schon irgendwelche Neubeginne angestrebt habt. Das kann hier im ganzen häuslichen Bereich oder im Umfeld sein. Und in der näheren Zeit geht es hier darum, sich ein neues Kapitel zu öffnen, anzugucken, was da noch hochkommt, Infos zu sammeln. Ne? Hier kann auch sein, dass dich euch etwas aufzeigt, was hier im Moment noch nicht greifbar ist, also etwas, was noch nicht spruchreif ist. Wir haben in eurer eigenen Sicht oder was ihr selber so mitbringt, das Außen mit drin. Das würde für mich einfach bedeuten, dass ihr überlegt, welche Einflüsse kann ich welche Faktoren kann ich beeinflussen, über welche Einflüsse habe ich keine Kontrolle, wie wäre mein Leben, wenn ich meinen Weg gehen könnte, ohne dass das Außen eine Rolle spielt. Und natürlich geht es ein bisschen drum, was zeigt ihr von euch selbst, wie nimmt man euch wahr, wie nehmt ihr das der anderen wahr? Ihr kriegt jetzt hier aus dem Umfeld tatsächlich eine Möglichkeit, euch neue Türen zu öffnen. Man nimmt euch vielleicht auch sehr sicher oder selbstsicher wahr. Aber tatsächlich habe ich Einflüsse aus dem Umfeld, das ihr hier ja mit Hindernissen auch habt, das euch erlaubt, neue Türen zu öffnen, einen Erfolg einzufahren. Die Hoffnungen und Ängste sind bei euch, dass ihr vielleicht aus einem Hamsterrädchen nicht rauskommt, dass sich etwas ständig wiederholt. Vielleicht habt ihr auch so ein bisschen die Befürchtung, dass in Beziehungsthematiken, das kann jetzt mit dem Partner sein oder mit dem Umfeld, mit Freunden, da was mit aufgefangen wird für euch, also dass euch das Beziehungskonstrukt irgendwie trägt. Ihr habt ja natürlich auch die Möglichkeit, in allem Vertraglichen neue Möglichkeiten zu kriegen. Also Haus, Häuslichkeit, Familienthemen. So,
So, hier sind mir jetzt zwei rausgefallen. Es gibt hier mehrere Szenarien. Also einsteils haben wir hier in der längeren Zukunft ein festes Fundament, auch in der Beziehung mit einem Gegenüber. Möglicherweise entwickelt sich hier an sich eine neue Beziehung zu einem Gegenüber oder ihr stabilisiert eben das Feld, das ihr habt. Andere Variante, ihr werdet entlohnt für das, was ihr hier gearbeitet habt, ne, wo ihr sehr viel Energie reingegeben habt. Und dritte Möglichkeit ist, dass ihr hier beruflich irgendwie ein neues Kapitel aufschlagt, neue Verträge, neue Optionen nutzt. Aber ich sehe euch hier noch so ein bisschen viel investieren in eine Sache. Also die gebende Kraft ist hier sehr groß. Unten am Kartendeck habe ich hier noch in irgendein Thema, das hat mit den Finanzen zu tun, vielleicht auch mit Verlusten aus der Vergangenheit, die ihr gerade hier aufräumt. Aber hier mit dem Endergebnis habe ich einfach mit dem Anker, dass das eine stabile Sache werden kann, ja. Aber ihr müsst doch ein bisschen investieren oder dafür tun. Behaltet euch das auch im Unterbewusstsein bei, dass ihr das Gefühl habt, dass die Dinge gut ausgehen. Ich glaube, das ist hier für eure Dinge sehr wichtig, die Energie oder den Fokus auf das Positive zu lenken. Ja, ihr habt von den Schutzengeln die Karte, es ist der richtige Zeitpunkt für eure neue Entscheidung, Unternehmung. Denn sie glückt und das Endergebnis entspricht deinen positiven Erwartungen. Also deutlicher könnte es ja gar nicht mehr sein. Wenn man im Unterbewusstsein das Gefühl hat, die Dinge gehen gut aus, ja, vielleicht fehlt dir noch ein bisschen Info oder so der letzte Punkt, bis du drüber bist. Dann kannst du hier sehr wohl irgendeinen Mangel gut ausgleichen. Das ist richtig klasse, was hier liegt. Also, wo die Karte auch eine bestätigt. Die Unternehmung, die Entscheidung, das, was vor dir liegt. Dafür ist es jetzt an der Zeit und das Ergebnis wird positiv sein und entspricht auch deiner positiven Erwartung. Also, möglich, dass das schon. Guckt mal, ich habe noch gar nicht gemischt, hat sich schon eine rumgedreht. Also behaltet euch das bei. Na, ihr habt die Kornrade und da ist jetzt Erntezeit für euch. Das Blühen der Kornrade zeigt an, dass die Ernte bevorsteht. Begrüße Fülle, Reichtum und Segen. Das heißt also, du kannst ja auch aus der Vergangenheit die finanziellen Verluste gut ausbügeln oder es gibt sich eine ausgleichende Gerechtigkeit für dich. Wir gucken mal noch, welches Vögelchen mit dir sprechen möchte aus dem Gesang der Vögel von den Naturflüsterern. Da habe ich für die Jungfrau den Grünfink. Und der Grünfink sagt, ich fliege in dein Leben und bringe dir Sicherheit, Schutz und Fülle. Gestalte dein Leben selbstsicher mit deiner eigenen Kraft. Die Fülle des Universums steht für dich bereit. Also eine dreifache Bestätigung, dass es sich lohnt, positiv zu bleiben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Monat, in dem ihr Geburtstag habt. Ich drücke euch und bis bald.